Wenn wir jetzt mal über das Thema Suizid sprechen, es ist ja offenbar so, dass das Thema immer noch tabuisiert wird. Was glaubst du denn, woran liegt das? Also für mich persönlich gibt es ja eigentlich überhaupt keine Tabus. Das soll das, also von daher, für mich war das nie ein Tabuthema. Auch in Gesprächsthemen, nachts um 5, bei einer Feier oder so. Ich weiß es nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute wollen auch in ihrer Blase weiterleben, dass vielleicht das Gegenüber oder der Nachbar da mit dieser Krankheit zu kämpfen hat. Die wollen sich damit gar nicht beschäftigen wollen, weil sie selber mit sich beschäftigt sind und vielleicht auch nicht jeden Tag gut drauf sind. Und sie wollen sich einfach die Stimmung nicht vermiesen lassen von jemandem, dem es vielleicht noch schlechter geht. Deswegen wird das ausgeblendet und wird nicht gefragt, sondern einfach ignoriert. Bis es einem dann vielleicht mal selber betrifft oder nahestehende Familienmitglieder. Und was meinst du, wieso die Medien und die Öffentlichkeit so ein distanziertes Verhältnis dazu haben, wenn es mal darum geht, darüber zu berichten überhaupt? Na, dazu müsste es vielleicht mehr Leute geben, die auch bereit sind, darüber zu reden und über ihre Krankheit. Und wer will denn in dieser schönen Glitzer-Glamour-Welt darüber reden, über sich wie so ein offenes Buch ausbreiten, über seine Krisen des Lebens? Und B, ich weiß nicht, ob sich das so eine Titelseite denn so charmant macht und ob das so die denken ja an Verkaufszahlen. Ich weiß eben nicht, ob das einer Zeitschrift wie dem Goldenen Blatt oder weiß nicht. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das ist alles, das ist ein Geschäft. Hier geht es nicht, dass man wirklich was von jemandem wissen möchte. Das ist ein Geschäft, was ist gefragt, was bringen wir auf die Titelseiten, über was berichten wir, das sind ganz andere Entscheidungen. Da geht es nicht darum, was wirklich wichtig ist. Was könnte man denn dann tun, um das zu enttabuisieren? Gespräche, wie wir jetzt führen, wie du auch mit Kollegen vor und nachher mir auch machen wirst. Und zu zeigen, dass keiner, der damit zu kämpfen hat, dass ich da irgendwie verschämen muss oder verstecken muss. Oder vor allen Dingen auch die Angehörigen, für die, denen ist es ja auch wichtig, dass man denen hilft, dass sie irgendwie auch sich austauschen können, Erfahrungen austauschen können und wie die damit umgehen. Also für die ist es ja keinesfalls leichter. Okay. Juti?